Herzlich willkommen bei Wein am Limit, liebe Valinauten. Schön, dass ihr dabei seid zu mehr Spaß im Glas und heute ein kleines Auswärtsspiel. Ich bin in einem der entlegensten Zipfel, die die Nation zu bieten hat. Ich bin an der Saar, also sprich, das ist ein Nebenfluss der Mosel. Und Lass mal ruhig. Ist das das Telefon? Ja, wunderbar. Nee, das ist eine Live-Veranstaltung. Wie ihr schon seht, also ich bin auf dem Weingut Forstmeister Gelz-Zilliken, ein altes Familienweingut mit circa 11, 12 Hektar, nur in Steillage, alles in Eigenbewirtschaftung. Und neben mir sitzt einmal die 10. und einmal die 11. Generation. Ich fange mal mit den Damen an. Das ist die Dorothee Zilliken, 11. Generation, Tochter von Hanno Zilliken, 10. Generation. Und jetzt interessiert mich erstmal, was macht denn das Haus oder euer Weingut auch aus? Hallo, ich würde behaupten, unser Weingut macht vor allen Dingen diese Eleganz und diese Saarfiligranität aus. Und weil dicke Weine kann man überall probieren, da probiert man einen Schluck und ist direkt satt danach, das macht keinen Spaß. Aber hier soll der Genuss im Vordergrund stehen und einfach auch dieses Animierende, dass man sich auf den nächsten Schluck freut und den auch bewusst genießen kann. Also das heißt, ihr macht nur Riesling, Saar, wie du schon sagst, ja. Besonders fein. Wie kommt das zustande? Warum sind denn die Weine so fein? Hier ist es auch relativ warm. Das ist das Ergebnis dieses Kleinklimas hier und natürlich auch der Böden. Die Lage Rausch, übrigens der Name kommt ja vom steinigen Boden, eine Geröllhalde nennt man eine Rausch. Leider. Okay, dann. Hier wachsen diese Rieslinge auf kargem Boden und sind durch die exponierte Lage auch Wind und Wetter ausgesetzt. Und es kann dann schon mal ziemlich rau sein. Und das brauchen wir aber, genau dieses Kleinklima, um diese lebendige Struktur in die Weine zu bekommen. Und das hat sich so herauskristallisiert, dass der Riesling auf diesem Standort dann genau diese Art von Weine hervorbringt, die wir so schätzen. 11 Generationen, da hat man ja ein bisschen Zeit gehabt zu üben. Ne? Also was sind denn so die Erkenntnisse davon, von diesen 11 Generationen? Man kann natürlich jetzt nicht sagen, je länger das in der Familie ist, desto mehr an Erfahrung sammelt man da. Das reißt irgendwann ab. Ich kann mich hier einfach den Urgroßvater nicht mehr erinnern. Aber er hat eben Grundsteine gelegt, dieser Forstmeister Gels. Vor etwa 100 Jahren war er eben einer meiner Vorfahren, der damals neben seiner Tätigkeit als Forstmann Entscheidendes für den Weinbau getan hat. Er war übrigens auch Gründungsmitglied des VDPs. Mhm. Also der Verband der Prädikatsweingüter. Ja, und aus so die Tradition wird der Name auch noch im Etikett weitergeführt. Mhm. Und so trägt jede Generation wieder etwas zum Ganzen bei. Mhm. Und insofern kann man dann doch von den vielen Vorläufern profitieren. Und ich hoffe, dass ich all das, was mir wichtig erscheint, auch meiner Tochter Dorothee weitergeben kann. Und für mich ist halt total schön, dass der Großvater mit seinen jetzt 94 Jahren und mein Vater und ich eben, dass wir drei zusammenarbeiten können. Also das ist der Herr in der Küche eben, den ich gesehen habe. Ja, wahrscheinlich, genau. Da sieht man Familienwein. Der sah aber ziemlich knackig aus, muss ich sagen. Also ja. Der hat macht einen sehr fitten Eindruck. Da sieht man, Riesling hält frisch. Ja, okay. Dann noch eine Sache, noch, was mir aufgefallen ist, im alten Teil, wir sind ja hier in dem modernen Teil des Gebäudes oder jetzt der sozusagen der neuen Generation, der Keller an sich, das ist ja auch sicherlich, gerade der Ausbau ist ja auch nochmal etwas, was ganz besonders prägend ist, habe ich es heute hier gelernt auf dem Weingut. Ja. Wir haben vorher eine Verkostung gehabt und vielleicht doch ein paar Worte dazu. Warum, weswegen, weshalb macht man das? Große Fässer, feuchter Keller, ja, Schimmel an den Wänden. Gut, das ist eben in dem Fall wirklich der Erfahrungsschatz. Wir haben dort unten ideale Bedingungen, um die Weine im Holz auszubauen. Eine extreme Luftfeuchtigkeit und eine konstante Temperatur. Und wir können unsere Rieslinge ohne unnötige Oxidation im Holz ausbauen. Das heißt, die Gärung findet im Holz statt. Mhm. Kontaktzeit bis zur Abfüllung etwa 5 bis 6 Monate. Mhm. Das ist genau die Grundreife, die diese Weine brauchen. Und dann wird der komplette Jahrgang in einer Serie abgefüllt.
So, jetzt läuft allen wahrscheinlich schon zu Hause. Es zieht Fäden. Ah, kann ich nachvollziehen. Kommen wir mal zum ersten Wein. Also das hat mich sehr begeistert, weil ich finde immer, das ist die Visitenkarte eines jeden Hauses. Das ist der Litterwein sozusagen. Das ist 2012. Vielleicht ein paar Worte zu 2012, während ich hier den Wein in die Kamera halte. Litter, ja. Riesling, trocken. Der 2012er, den ich als klassischen Saarriesling-Jahrgang bezeichnen. Speziell die Mineralität ist sehr ausgeprägt. Und die verleiht diesem Trockenen eine besondere Komponente. Also erfrischend, saftig, ein animierender Gutsriesling. Gehen wir doch mal rein in die Aromatik. So schmeckt ja, also ist fruchtig, ja, so mehr so zitrusfrisch, finde ich. Ja, ganz frisch und klar und elegant. Und in der Nase freut man sich schon dann endlich dann auch mal den Geschmack probieren zu können. Ich habe auch nicht gespuckt übrigens heute. Gutes Zeichen. Ja, aber diese Leichtfüßigkeit, das ist wirklich, das muss man wirklich sagen. Also dieses Zarte, das ist ja wirklich das Mozartweine. Ja, ganz fein. Ganz total verspielt, schwerelos. Und ich finde auch bei unserem trockenen Wein, gerade bei diesem Gutswein, kommt auch die Mineralität, die wir ja nun in unseren Weinbergen im Saarburger Rausch und Offener Bockstein haben, auch wunderbar raus. Bei den fruchtigen Weinen braucht man da schon öfters mal ein bisschen mehr Zeit. Aber bei diesem trockenen Wein, der ist direkt nach der Füllung, ist der total frisch und klar und begeistert einen. Und also da unterscheiden wir auch nicht zwischen der Literflasche oder der 0,75er Flasche in der Qualität. Es ist auch alles natürlich handgelesen. Und mir persönlich ganz wichtig, das seht ihr auch alle daran, dass wir ja überall den VDP-Adler drauf haben. Den dritten Wein erklären wir gleich. Der kriegt den noch. Genau, daran erkennt ihr eben, dass wir auch nichts zukaufen. Das heißt, wir haben all unser Lesegut kommt aus unseren eigenen Anlagen. Das ist mir persönlich ganz wichtig, dass wir halt immer die Qualitätskontrolle auch darüber haben. Für mich ein super Tageswein, wirklich so für, also es gibt ja die Wochenweine und es gibt die Wochenendweine, da kommen wir gleich zu, aber das ist wirklich ein Wein für viele Gelegenheiten, da geht ganz, auch mit ganz vielen Speisen. Ich finde die Qualität bezaubernd, muss ich sagen. Der Litter hat ja doch so eine kleine Renaissance in qualitativer Hinsicht, zumindest bei guten Weingütern, habe ich festgestellt. Absolut, also das ist ja auch ein Wein, der natürlich im Prädikatsweinbereich liegt, also die dürfen wir natürlich auch Kabinett, also Spätlese nennen. Aber wir wollen unseren Gästen ja auch was Besonderes bieten und deshalb packen wir dann eben die Trauben mit da rein. Schön, knackig, frisch, super schön. Jetzt kommen wir allerdings schon in einen Wein, der sozusagen, das kommt in eure Toplage. Das ist der Saarburger Rausch. Jetzt kommen wir zum Kabinett. Jetzt kommen wir auch zu dem Jahrgang 2011. 2011 war ein Bilderbuchjahrgang für uns. In jeder Qualitätsstufe begeisternde Beispiele. Dieser Kabinett jetzt hier, der zeigt schon in der Frucht tropische Noten. Sehr saftig, anhaltend und trotzdem kein Zeichen von Schwere. Es ist immer diese Gratwanderung. Man möchte ja ein Maximum an Finesse, an Feinheiten vorfinden. Man möchte aber eben keine Belastung. Und da ist das eben ein Paradebeispiel. Ich habe gerade gesehen, in Gourmet ausgezeichnet als bester Riesling-Kabinett 2011. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Klasse, fein, schöne Sache. Was ist denn ein Kabinettwein? Der Wein, der am besten die Eleganz ausdrückt für uns. Also. Das finde ich schön. Also ich finde das sowieso gut. Wir haben heute wenig über, wie viel Zucker hatten der jetzt und wie viel Säure. Das, man beurteilt Menschen doch auch nicht nach 90, 60, 90. Ja, das wäre, ja, also ja gut, ja. Da der Kamera wird so gegrinst. Naja, natürlich. Ja, die hat die perfekten Maße, deshalb darf man die auch danach beurteilen. Okay, also. Nein, aber ich meine, wenn man Menschen zum ersten Mal kennenlernt, dann fragt man ja auch nicht, wie alt sind sie, was sind sie für einen Beruf, zack, zack, zack. Und so machen wir das beim Wein ja auch nicht. Wir schreiben nicht in die Preisliste rein, hat so und so viel Gramm Restzucker, weil wir finden es halt viel angenehmer, wenn ihr euch traut, unsere Weine zuerst mal so zu probieren und dann können wir über die Werte reden. Also Kabinett heißt einfach der feinste, eleganteste, leichteste. Leichtigkeit muss rüberkommen und diese Unbeschwertheit. Also die habe ich hier absolut drin, wobei hier kommt wirklich so ein rauchiges Element hinzu, ein mineralisches Element, auch vielleicht stärker noch als bei dem Litterwein, auch das prägnanter, präziser der Wein. Ja. Und diese Saftigkeit, die liebe ich. Also die Kabinettweine sind immer meine absoluten Lieblingsweine. Die sind so saftig, da läuft mir immer das Wasser so im Mund zusammen und ich freue mich so sehr auf den nächsten Schluck und mit 8 Volumenprozent kann man da ruhig mal die ganze Flasche auch genießen. Da spricht der Kellner aus Erfahrung.
Ja. Ja, warum denn auch nicht? Ja, ich finde ja auch. Also ich meine, es wird ja auch viel in Deutschland, gerade habe ich was gesehen im Fernsehen, über Zucker, überall ist Zucker versteckt in den Lebensmitteln etc. Beim Wein muss man sich wahrscheinlich gar nicht so viel Gedanken machen in diesen, denn das ist ja nicht einfach Zucker. Also sprich Glucose, wir haben hier Traubenzucker. Ne? Genau. Ja, herrlich. Und also, deshalb sind die Prädikatsweine uns ja auch so wichtig. Also was mir hier gefällt, ist glaube ich noch feiner und das ist wirklich die Saarstilistik so ja. elegant, so fein ja. in diesem Wein eingefangen, ja. Wenn man das mal kennenlernen möchte. That's it. Sehr schön. Und es freut uns halt auch, dass der Gomio das eben auch ausgezeichnet hat, weil dass man Auszeichnungen für trockene Weine generell in Deutschland bekommt, das kommt ja mal vor bei vielen Weingütern, dafür freuen wir uns ja auch für Deutschland mit. Aber dass eben auch dieser klassische Stil dieser fruchtigen Weine, wie man sie ja von der Mosel oder von der Saar eben auch kennt, dass man dafür ausgezeichnet wird, das hat uns eben besonders gefreut. Das liegt aber daran, dass ihr auch heutzutage ganz anders miteinander redet, umgeht, dass mehr kommuniziert wird, dass die Leute mehr wissen und dass früher ganz süßliche Weine hatten dann den Touch des Negativen. Und dass, wenn man heute in dieser Kategorie wieder restsüße Weine trinkt, dass einen das gar nicht so mehr stört, weil du eben sagst, es geht um den Charakter und nicht so sehr um die Einzelheiten. Und dieser Wein schmeckt ja nicht süß. Der schmeckt ja nicht pappig süß und das ist eben das Schöne daran. Das finde ich eben so begeisternd. Man wird nicht so schnell müde davon. Nee, von dem bin ich gar nicht. Das ist ein wunderbarer Frühstückswein. Das ist übrigens jetzt, ja, kurz vor, so circa um 11. Ne? Während andere sich Knoppers reinhauen, sind die Sommeliers und die Winzer wieder voll bei der Arbeit. Und hauen sich den Kabinett rein. Machen Kabinett mal. Aber das stimmt schon, das ist der einzige Wein, den man morgens trinken kann. Ja, absolut. Also wenn man frei hat oder so mal Urlaub oder so. Absolut. Herrlich. Unbeschwert. Unbeschwert, ja. Unbeschwert, danke. So, jetzt kommen wir zu einem Wein. Leute, da steht nicht viel drauf. Ich habe gesagt, wir machen jetzt nicht das Etikett extra drauf. Da stehen nur so ein paar kryptische Ziffern. Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen kommen. Das ist ein Wein, der jetzt auf den Markt kommt. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass der letzte Jahrgang, jetzt doch 2013 recht klein ausfällt. Und dann immer mal wieder ein bisschen mit Reserven, die ihr im Keller noch habt, die hier auch gelagert waren, auf dem Weingut spielen könnt. Jetzt kommen wir zu einem 95er. Eine so 95er Auslese mit der Prüfnummer Endzahl 196. Mhm. Ein Wein, der dieses Jahr erstmalig in Verkauf kommt. Wir haben also lange Geduld geübt, um dann diesen Wein mit feinem Reifeton, der jetzt langsam in Erscheinung kommt, anbieten zu können. Ein Beispiel, was die Lagerfähigkeit dieser Saar-Rieslinge dokumentiert. Und ein Wein, der vor allem heute in der Kombination mit Speisen wieder sehr, sehr viel Freude macht. Welche Speisen? Das fängt vom Aperitif an, weil es gibt viele Gäste, die wollen nicht immer nur Sekt oder Champagner als Aperitif. Ein wunderbarer Aperitif, auch gerade so für Familienfeiern, wo dann der Umfang der Menschen ja überschaubar ist, sodass man da nicht 30 Flaschen von benötigt. Ja gut, dafür ist es wahrscheinlich ein bisschen zu kostspielig. Genau. Es sei denn, man ist Donald Trump. Ja. Und natürlich dann auch zu feinen Pasteten zum Beispiel. Mhm. Oder wenn man einen Salat hat mit Rote Beete Carpaccio und gerösteten Pinienkernen. Mhm. Diese nussigen Aromen, die finden wir ja auch so ein bisschen im Wein wieder. Und dadurch passt das natürlich sehr gut. Und ja, ich denke dann zum Beispiel auch an einen gebratene Gänseleber. Ja, mit Apfel, mit Fruchtgeschichten. Ja, oder Quitte, genau. Was ich eben auch interessant finde, Käsegeschichten finde ich auch übrigens super interessant. Ja. Also jetzt gar nicht so ein Hartkäse oder so. Also super universell einsetzbar. Also wirklich vom Aperitif bis zum Dessert, beziehungsweise bis zum Käse. Und abgesehen davon glaube ich auch, dass diese Weine auch eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Ja. Die würde ich sogar zum Rehbraten essen jetzt mal. Also, weil, mein Gott, wenn dann das schmeckt und das macht Spaß, warum da so dogmatisch sein? Nee, und zu einem Rehbraten holen wir immer einen gereiften Wein, der nur noch eine ganz dezente Restsüße besitzt. Und das ist ja das Schöne an den gereiften Weinen. Mit diesem Alterungsprozess baut sich die Süße ja geschmacklich ein bisschen ab. Aber sie bleibt erhalten, schön, dass in der Regel. Ja, das stimmt. Aber sie verändert man sich nur in ihrer Wahrnehmung. Genau. Aber sie wirkt ein bisschen trockener oder ein bisschen feinherber als im jungen Weinstrahl. Verliert ihre Süßkraft eigentlich Und das ist das Schöne und deshalb passt das wieder super zum Essen. Und ich finde es so schön, dass sich immer mehr eben auch daran wagen. Und das ist bei uns im Hause jetzt keine Ausnahme, sondern wir versuchen aus jedem Jahrgang Partien wegzulegen, auszulösen, die wir dann später als gereiftes Beispiel, als Ergänzung auf unsere Liste setzen. Also ich finde es grandios, das ist ein ganz großer deutscher Wein und ich finde es schön. Ich meine, wir haben heute viele moderne Weine, technische Weine, aber diese Weine kann man nicht einfach mal so aus dem
Stegreif, selbst wenn man viel Geld hat und sagt, ich baue jetzt mal ein Weingut dahin und mache alles so. Solche Weine kann man nur machen, eben wenn man wirklich lange, Jahrzehnte daran gearbeitet hat, an dieser Formel. Ne? Ja, wir haben diese Stilistik auch nie geändert. Also ob das jetzt in den 70er Jahren diese Süßweinwelle war oder danach das sogenannte Trockenweindiktat, wir haben diese Schwankungen nie mitgemacht. Wir haben uns dann einfach unsere Märkte weltweit gesucht. Mhm. Deswegen auch der sehr hohe Exportanteil. Etwa 70% all unserer Weine gehen den Export rund um den Globus. Wobei mittlerweile Deutschland wird besser. Wird immer wichtiger und das freut uns auch total, dass ihr euch immer mehr da dran traut. Ich denke, dafür wird man ja dann auch im Glas belohnt. Ja, aber auch der trockene Wein hat einen heute größeren Stellenwert wieder. Sogar im Export wird feiner trockener Wein gefragt und danach richten wir uns auch. Auch die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt war ja grandios, hat uns ja da einen großen und feinen Jahrgang nach dem anderen geschenkt. Und auch eben gerade im Trockenweinbereich spiegelt sich das wieder. Ich sage ganz herzlichen Dank an euch zwei. Ich möchte mich nochmal bei jemandem bedanken hier, der das wahrscheinlich vielleicht sogar sieht. Das ist mein lieber Freund Peter aus Berlin. Der hat mir nämlich mal vor Jahren die Weine von diesem Weingut vorgestellt. Und es ist genauso, damals mit Tim Raue noch zusammen. Und wir haben diese Weine sehr genossen. Und es freut mich so, also auch die letzten Jahre scheinen bei euch auch mal in der Wahrnehmung noch unglaublich viel gebracht zu haben. Also wenn man sieht, die Auszeichnung, dass ihr eben eurem Stil treu geblieben seid. Also deswegen, das an dieser Stelle mal hier große Würdigung für die beiden. Deswegen, liebe merci. Grüße, Peter. Liebe Grüße auch an den Tim. Und ich sage, mehr Spaß im Glas, Leute. Damit habt ihr es echt, da kann man mal sehr schön hier mal die ganze Klaviatur des Rieslings sehen. Riesling steht für Facettenreichtum, für Vielfältigkeit und an der Saar auch noch für Feinheit. Dankeschön. Sehr zum Wohl. Ciao. Prost.